Psychedelic Entertainment präsentiert. In Kooperation mit Rondo Media. Ein Spiel von Jan Müller Michaelis. Harveys neue Augen. Basiert von auf Edna bricht aus, auch von Jan Müller Michaelis. Mit ganz vielen tollen Leuten. Ich sehe, du brauchst etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben, das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das Übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt.
Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Ja, 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 ja. Lilly, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Kapitel 1. Die Klosterschule. Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter kehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Tschüss. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Gerne doch, Professor Eich. Ich habe dich gleich an deinem Finger erkannt. Da brauchst dich nicht zu tarnen mit deiner Polizeiuniform. Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es doch einmal aus. Leertaste. Ja. Na, da schau her! Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Offenbar gibt es 3 Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. Unfälle passieren schnell. Hier ins Auge. Laub. Bravo! Ihr habt den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberin. So schwer kann das ja nicht sein, oder? Das ist richtig und damit ja auch herzlich willkommen von mir zu meinem neuen Let's Play am Dienstag. Harveys neue Augen, ich glaube, das hat man inzwischen mitgekriegt. Und Laub, Steinplatten. Ich will erstmal das Laub. So, das Laub. So, sehr schön. Das kriege ich hin. Lalalalala. Schön das Laub weg. In Laub weg kenne ich mich aus. So, da ist noch ein bisschen Laub. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Ja, hier das Laub noch weg. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ja, hier und das Laub muss auch noch weg. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Ach, egal. Ich habe 2 neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Sie. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal,
für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Lilly hat fertig gehakt. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lillys Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Gebt Acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit. Oh, hallo Inventar. Gut. Klickt nun mit der linken Maustaste auf das Harkensymbol, um die Harke wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden, auch mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen. Harke? Jetzt, da Lilly von ihrer ersten Pflicht befreit ist, wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen. Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilly hingehen lassen, wohin ihr wollt. Wo immer Lilly einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einen Pfeil. Folgt zunächst Edna in den Hintergarten. Der Ausgang befindet sich an der rechten Bildschirmkante. Aber Vorsicht! Der Pfeil ist spitz. Keine Sorge, Professor Eich, ich pass auf. Lilly hatte ein Gedicht über Harkenzinken begonnen, aber ihr fehlte noch ein Reim auf Kinderhaut. Gut verstaut. Für Wollknäuel. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt, aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Ist das nicht toll? Hammer, ich kann nicht das verbinden. Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Das ist doch toll. So, der Mauszeiger, der spinnt zwar ein bisschen, aber ich glaube, ich behebe das auch gleich. Au, 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 jetzt habe ich mich am Inventar geklemmt. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das behoben habe. So, wie ihr seht, Ruckel frei. Ich kann nur in den Hintergarten, okay. Los, Lilly! Lauf! Auch bei der Gartenarbeit gilt, Augen auf! Immer wenn Lilly mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus. Ja, ich habe doch schon die Sachen in meinem Inventar angeguckt. Ach ja, übrigens, falls der Hintergrundsound zu laut sein sollte, ich gucke das nach der ersten Folge und werden wir dann sehen. Wenn es zu laut sein sollte, dann werde ich es dann ändern. Hallo Edna, ich muss dir erstmal die Komposttonne. Mal gucken, ob es eine rote Grütze gibt. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Das ist Spider-Mans Hauptquartier. Es gibt viele Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Cursors angezeigt. Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Das allerdings so eine gute Idee ist. Ja, wir werden es mal probieren. Die Termiten kann ich nicht. Reifenschaukel, erstmal angucken. Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Das ist toll. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Na, das ist ja noch einmal gut gegangen. Neben der Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen, Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Der Computer wählt das passende Icon alleine aus.
So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissennest greift, noch Reißzwecken isst. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillys Freundin Edna. Die freut sich sicher. Mach ich gleich. Ich kann die Termiten immer noch nicht. Na gut. Edna, erstmal angucken. Edna war Lillys beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Das ist doch Freundschaft. Das ist wahre Freundschaft. Hey, Lilly, hast du dich endlich vom blöden Geharke loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moah. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Ich auch. Lilly kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Wählt zunächst das Thema Aufgaben der Oberin. Das finde ich auf jeden Fall schöner als die ganzen Texte, die da standen bei Deponia. Aufgaben der Oberin. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Ihr könnt aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X, um das Tutorial abzuschließen. Oder unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß beim Spielen. Danke, danke, das werde ich haben, aber wir reden erst noch ein bisschen mit Edna. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Also eigentlich wollte ich sie essen. Aber na gut. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. So aber ein das Zufall. Ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Erstmal die Schaufel. Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Aber wir könnten ihr doch erst beibringen, durch Wände zu gehen, damit sie dann die Schaufel holen kann. Das wäre quasi für den höheren Nutzen. Naja, Marmeladenersatz. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Werden wir sehen. Die Oberin. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, die Oberin hatte ihren letzten guten Tag ein paar Jahrhunderte zurück. Erdzeitalter vielleicht auch. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun,
Um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Wenigstens das. Der Typ macht mir mit seinen Fingern ein bisschen Angst, dieser alte Professor Eichverschnitt. Baum. Termiten. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Was weiß ich? Der Schaukelbaum. Was hat... Ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Hier haben wir nur die Harke, als Wollknäuel zum Schulteich. Hier ein Kellerfenster, Wasserhahn, Busch. Busch. Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Das ist super. Toll, es leckt wieder. Yay. Aber was das nur heute ist, es leckt heute schon den ganzen Tag. Kellertür ist zu, Kellerfenster. Busch. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding! Boah, cool, ein Ding, eine Pumpe! Lilly, schalte das sofort ab! Gartenschlauch, Wasserhahn, Wasserhahn. Kann ich beides nicht angucken, warum auch? Schade. Der Wasserhahn war leer. Gartenschlauch? Okay, kann man abmachen. Ich nehme an, den kann ich da auf die Pumpe drauf machen. Ja, kann ich. Pumpe. Ne, lass ich mal noch. Ich will erst wissen, wo hier in der Gartenschlauch führt. Kellertür. Da kann man eh nicht rein. Da ist ein dickes Schloss dran, also. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Ja, wer hätte es gedacht? Kellerfenster. Presslufthammer, da sind Dosen. Die Schaufel. Der Ofen. Was sind das für Geräusche da draußen? Ich habe mein Fenster offen, da gibt es gerade ganz komische Geräusche, aber egal. Ein Pinsel, ein Presslufthammer und ein Ofen. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Tja, die Schaufel. Eine Schaufel? Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Doch, klar, hier, einfach hingreifen. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Ja, gut, das ist jetzt nicht ganz so toll. Konservendosen. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Dann nimm doch mal eine mit in die Kantine. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Das ist echt schade. Oh, ein Presslufthammer. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Geil, ich werde bei Skype angeschrieben. Super, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das erstmal wieder auf, beschäftigt gestellt. Pinsel. Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Dann mach das. Flip. Und zum Brunnen. Oh, Morgan Freeman. Ab ins Kloster. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Ja, hoffentlich. Ein Bienennest. Lilly mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Ist das toll. Kannst du das denn nehmen? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Kein Problem, wir haben einen Rechen, eine Harke. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Das ist ein toller... Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. So ein toller Freund. Hier, dafür kämme ich dir die Haare. So, einmal die Haare gekämmt hier. Willst du das Nein, haben? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Du könntest die Haare aber da unten rein...
egal was du da unten suchst. Brunnen. Der Brunnen war tief. Kein Spielplatz für ein braves Kind wie Lilly. Natürlich. Cool, sogar den Schaukelbaum sieht man hier. Gartenschlauch. Die Bienen, kannst du damit doch sicher ab... Nee, da... Wie willst du das machen? Das Ding ist ja hinten aus. Kannst du Freeman den schenken? Nein, danke. Ich schaff das... Kannst du den in den Brunnen legen? Hey, weg da! Such dir ein... Wie nett. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Ist das freundlich? Hallo, morgen, Freeman. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Aber was genau Freeman denn hier an dem Brunnen zu suchen hat, das erfahren wir wohl leider erst in der nächsten Folge, Freunde. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.